Mein Name ist Josef Abu Yarad. Ich bin Kameramann und Fernsehreporter aus Palästina und musste in die Schweiz flüchten. HICS hat 6 Regionalstellen in der Schweiz. Wir setzen uns ein für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir haben Projekte und Programme, die die Integration von sozial Benachteiligten fördern. Wir arbeiten mit verschiedensten Partnerinnen und Partnern aus Gemeinden, Kantonen und Kirchen zusammen. Wir sind natürlich auch angewiesen auf Spenderinnen und Spender und Stiftungen. HICS ist das Hilfswerk der evangelischen Kirche. Wir sind ein diakonisches Werk, wir arbeiten mit allen Menschen zusammen. HICS Mosaik ist ein Projekt vom HICS mit 5 Fachstellen in der ganzen Schweiz. HICS Mosaik tut qualifizierte Migrantinnen und Migranten aus Drittstaaten beraten und begleiten, dass sie ihr Potenzial auf dem Schweizer Arbeitsmarkt nutzen können. Jetzt, warum heisst es Mosaik? Wir haben uns überlegt, dass es wie verschiedene Mosaiksteine braucht, bis ein Profil komplett ist, dass sich dann die Person auch auf dem Schweizer Arbeitsmarkt bewerben und auch etablieren kann. Und die Crew ist gross, weil das für Qualifizierung steht. Wir wollen die qualifizierten Migrantinnen und Migranten aus Drittstaaten fit machen für den Arbeitsmarkt. Das ist unser oberstes Ziel. Wir reagieren sehr flexibel auf ihre Ressourcen, schauen ihre Kompetenzen an, mit dem Ziel, dass sie ihr Potenzial auf dem Arbeitsmarkt einbringen und nutzen können. Von dem profitieren schlussendlich alle. Wir als Gesellschaft, der Staat, die Wirtschaft und die qualifizierten Personen mit ihren Familien natürlich auch. Hallo Josef, hoi, willkommen. So Josef, ich habe ganz eine gute Nachricht für dich. Okay. Und zwar haben wir die Anerkennungsempfehlung bekommen von Swiss Universities. Oh, das freut mich. Das freut mich auch sehr. Schön. Ja, das ist super. Das ist super. Das ist tipptopp. Ja. Merci vielmals. Ja, gern geschehen. Mit dem kannst du jetzt in der Medienbranche bewerben. Schön. Ja, sehr schön, oder? Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Josef habe ich im Februar 2017 kennengelernt. Er ist mit einem Bachelor-Diplom in Medienwissenschaften und mit ganz viel Berufserfahrung als Kameramann und Regisseur in Syrien und in Palästina zu mir gekommen. Wir haben als erstes sein Diplom anerkennen lassen von den Swiss Universities. Und das Ziel war eigentlich von Anfang an, dass er sich auf dem Schweizer Arbeitsmarkt integrieren kann. Wir haben dann verschiedene Möglichkeiten eruiert, haben uns überlegt, ob es sinnvoll wäre, dass er vielleicht noch eine Weiterbildung oder nochmal eine Ausbildung machen würde. Wir haben dann herausgefunden, dass das nicht nötig ist, weil er das Handwerk beherrscht. Also was bei ihm wichtig war, ist, dass er in einer Filmproduktionsfirma in der Schweiz unterkommt und lernt, wie man hier als Kameramann und Regisseur arbeitet. Ich habe dann relativ viele Filmproduktionsfirmen in der Ostschweiz angeschrieben und kontaktiert und habe herausgefunden, dass die Filmbranche sehr, sehr offen ist für Flüchtlinge. Ich bin sehr stolz und zufrieden, weil ich vorher das Gefühl nicht los würde, dass ich vielleicht in der Schweiz nie wieder als Kameramann arbeiten konnte. HICS hat mir sehr gut geholfen, eine richtige Bewerbung zu erstellen. Dies hat mir bei der Arbeitssuche stark geholfen. Ich bin fest überzeugt, dass HICS Mosaik Leuten wie mir sehr helfen kann, einen Fuß im Schweizer Arbeitsmarkt zu fassen. Die Hürde, gerade vorläufig Aufgenommene zum Arbeitsmarkt zuzulassen, recht hoch ist, dass Arbeitgeber Angst haben, sie anzustellen, weil sie nicht so ganz einschätzen können, wie sicher diese Bewilligung ist. Und der Bund hat verschiedene Maßnahmen
beschlossen, dass 2018 es noch einfacher wird, unkomplizierter, unbürokratischer, vorläufig aufgenommene Personen anzustellen. Wenn man eine F-Bewilligung hat oder eine B-Bewilligung als anerkannter Flüchtling zum Beispiel, dann darf man auf jeden Fall arbeiten und man unterliegt keinerlei Beschränkungen. Heute ist ein wichtiger Tag für mich. Ich habe ein Bewerbungsgespräch bei einer Videoredaktion in St. Gallen namens visua.ch. Ich habe mich gut vorbereitet, aber ich weiß noch nicht, wie es laufen wird. Dank der großartigen Hilfe von Hex habe ich es geschafft. Und meinen ersten Erfolg haben Sie soeben selbst gesehen. Ich habe meinen Platz gefunden.